Ja, liebe Freie Demokraten, hier in Nordrhein-Westfalen muss man niemandem erklären, was die Bedeutung von Europa ist. In Nordrhein-Westfalen sind wir besonders europäisch, weil wir so zentral in Europa liegen. Weil Nordrhein-Westfalen so vielfältig ist, kennen wir uns auch besonders in Europa aus. Unseren Mittelständlern, den vielen Hidden Champions, den Weltmarktführern in Westfalen und im ganzen Land, die in die ganze Welt und vor allem nach Europa liefern, muss man nicht die Bedeutung des Binnenmarktes erklären. Wir haben die meisten Studierenden aller Bundesländer in Nordrhein-Westfalen und damit auch so unglaublich viele junge Menschen, die schon ein Erasmus-Semester gemacht haben und damit ganz praktisch auch Europa schon haben kennenlernen können. Wir haben die Grenzregionen in Nordrhein-Westfalen, wo man jeden Tag im Prinzip Europa lernt. Und deswegen fand ich es so großartig neulich auf dem Bezirksparteitag in Aachen. Da haben wir an der Grenze getagt. Eigentlich war der Tagungsraum sogar schon im Prinzip in den Niederlanden. Und von dieser Grenze hat man im Prinzip nichts mehr mitbekommen, außer dass da auf der Straße, merkte man schon, ein paar mehr Autos mit gelben Kennzeichen fuhren. Und deswegen kann ich es nicht verstehen, dass einige Parteien wieder über Grenzen in Europa sprechen. Und ich meine, liebe Freunde, noch nicht mal die AfD. Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor kurzem gesagt, die einzigen, die Schengen perfekt nutzen, sind kriminelle Elemente. Die einzigen, also im Prinzip, die Schengen perfekt nutzen, sind Verbrecher. Wenn Helmut Kohl wüsste, dass eine seiner Nachfolgerinnen so über die größte, eine der größten Errungenschaften, nämlich die Freizügigkeit in Europa spricht, er würde sich im Grabe umdrehen, liebe Freundinnen und Freunde. Und gleichzeitig hat doch im Prinzip Annegret Kramp-Karrenbauer jeden Unternehmer, der jeden Tag über Grenzen hinweg perfekt seine Wertschöpfungsketten aufeinander abgestimmt organisiert, den hat sie doch im Prinzip beleidigt, weil der ist nämlich nicht kriminell. Der organisiert das gut in diesem Binnenmarkt und deswegen müssen wir die Freizügigkeit, die freien Grenzen in Europa verteidigen und das tun nur wir als Liberale. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hätte uns ja an ihrer Seite, wenn sie darüber sprechen würde, wie wir die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden besser organisieren in Europa über ein europäisches Kriminalamt. Wir müssen doch dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Europa besser organisiert ist als das Verbrechen. Wir müssen nach außen hin unseren Grenzschutz verstärken. Aber wir wollen doch bitte weiter freie Grenzen in Europa. Und wer das will, der muss am 26. Mai FDP wählen. Stattdessen dieses billige Europa-Bashing immer wieder. Ja, Europa ist nicht perfekt. Ja, vieles ist in Europa auch bürokratisch. Aber was ist es denn für ein riesiger Fortschritt, und was ist das eigentlich für eine Errungenschaft, dass mittlerweile 28 Vertreter von den Staaten in Brüssel über die Inhaltsstoffe von Senf diskutieren und sich nicht mehr wie vor 100 Jahren noch mit Senfgas beschießen. Diese Errungenschaften der Europäischen Union, die gilt es mutig zu verteidigen, liebe Freundinnen und Freunde. Lasst uns diese Phantomdebatten beenden. Lasst uns diese Phantomdebatten, ob wir Europa wollen, beenden und endlich über das Wie sprechen. Für meine Generation ist die EU kein Projekt, wo wir immer wieder darüber diskutieren müssen, was man wieder abwickeln kann. Für meine Generation ist Europa eine Tatsache. Für uns alle ist die Zukunft und wir werden dafür gemeinsam streiten in diesem Wahlkampf. Und deswegen lasst uns über die Themen sprechen in den nächsten Wochen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Lasst uns über Bildung sprechen, ein Europa der Bildung. Über 1 Million Erasmus-Babys sind der beste Beweis für die Zukunft der Europäischen Union. Und weil der Otto seinen Sohn jetzt ins Erasmus-Semester schickt, muss ich mal sagen, lieber Otto, nicht während dem Aufenthalt. Ja? Vielleicht bringt er eine Frau mit, eine Niederländerin oder man lernt den polnischen Mann kennen. Darum geht es doch im Erasmus, dass wir nicht nur Bildungschancen für junge Menschen haben, sondern dass Europa zusammenwächst. Und da müssen wir weitermachen an der Stelle. Wir brauchen ein Europa der Innovation. Wir investieren in den letzten Jahren im Schnitt 1,5% weniger unseres Bruttoinlandsproduktes in Forschung und Entwicklung, als das andere Weltregionen tun. Und warum ist das ein Problem?
weil die Ausgaben für Forschung und Entwicklung von heute die Jobs der Zukunft sind. Und die wollen wir hier in Europa haben. Und deswegen müssen wir da mehr tun, liebe Freundinnen und Freunde. Wir brauchen eine dynamische Wirtschaft. Und deswegen ist unser Binnenmarkt eine so großartige Errungenschaft. Aber wir müssen ihn noch tiefer, noch digitaler machen, damit hier auch in Zukunft die neuen Unternehmen entstehen. Wir wollen neue europäische Champions in wirklichen Zukunftstechnologien und nicht alte Unternehmen zusammenfügen, wie das Herr Altmaier gerne möchte. Wir brauchen auch, lieber Frank Schäffler, einen stabilen Euro mit klaren Regeln. Auch darüber sollten wir sprechen in diesem Wahlkampf. Wir wollen keine Transferunion. Und übrigens, wir wollen auch nicht nur dieses soziale Europa, von dem die Sozialdemokraten immer faseln. Wir wollen ein besseres Europa, das die Zukunftsthemen tatsächlich angeht. Wir brauchen vor allem aber die Vision, dass Europa in dieser Welt, die gefährlicher wird, mit einer Stimme spricht. Wir haben doch einen amerikanischen Präsidenten, der seine sicherheitspolitischen Entscheidungen davon abhängig macht, wie morgens der Tag am Golfplatz gelaufen ist. Und in dieser Lage muss Europa stärker auch in der Außen- und Sicherheitspolitik mit einer Stimme sprechen. Das Einstimmigkeitsprinzip im Rat bei der Außenpolitik muss fallen. Wir brauchen die Vision einer europäischen Armee. Wir müssen in Europa geschlossener und entschlossener sein, damit wir in der Zukunft überhaupt noch eine Rolle spielen. Und liebe Freunde, wir brauchen ein Europa der Freiheit. Denn niemand verliebt sich, obwohl es so großartig ist, niemand verliebt sich in den Binnenmarkt. Aber man kann sich in die Vielfalt von Europa, in die Werte, die Europa ausmacht, verlieben. Wir müssen entschlossen für diese Werte kämpfen, für ein freies Europa. Und dazu gehört übrigens auch zu einem freien Europa, ein Europa ohne Upload-Filter. Und deswegen bin ich den Julis dankbar, dass wir gleich auch über dieses Thema noch debattieren können. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn Sie ein Europa wollen, das Forschung finanziert statt Arbeitslosigkeit, wenn Sie ein Europa wollen, das weiter Erasmus-Babys hervorbringt statt Nationalisten, wenn Sie ein vereintes Europa, aber eben kein vereinheitlichtes Europa wählen wollen, dann müssen Sie am 26. Mai FDP wählen. Und ich habe das Gefühl, hier im Saal wäre das Ergebnis gar nicht so schlecht, wenn ich so rumschaue. Wäre gar nicht so schlecht. Da wären auch viele der anderen Kandidaten, die mit mir gemeinsam antreten, da wären die beiden Michaels, da wäre Gerd dabei, da wäre die Clarisse noch mit im Europäischen Parlament. Viele dieser Kandidaten, die sich im Moment unglaublich reinhängen und für Europa und für die Freien Demokraten kämpfen. Deswegen will ich an dieser Stelle noch mal sagen, stellvertretend für euch alle, vielen, vielen Dank, dass ihr da mitzieht. Wir werden einen Teamwahlkampf machen und vielen, vielen Dank euch für euer Engagement. Lasst uns also heute starten in diesen Europawahlkampf. Wir kämpfen für ein starkes Europa, aber vor allem mit starken Liberalen im nächsten Europäischen Parlament. Das ist nämlich die große Chance, die wir haben, dass wir endlich diese GroKo, die es ja auch im Europäischen Parlament gibt, brechen können und Liberale tatsächlich mit dranstehen. Denn dann bringen wir genau diese Reformen nach vorne. Lasst uns aus dem Europaparlament eine Ergebnisfabrik machen. Daran will ich kämpfen, gemeinsam mit euch. Und dann nutzen wir am Ende Europas Chancen. Vielen Dank.